Also die Relation passt ja gar nicht, ne? Ich sag, was wäre denn jetzt, wenn es 4 wären? Wir wären schon fast beim Kaufpreis. Hier hört's auf, mit sowas brauchen wir gar nicht um die Ecke zu kommen. 10.000 Euro, dann war natürlich erstmal die Stimmung im Keller, ne? Let's get it! So, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Ahmed Sharif und ich hoffe, euch allen geht's gut. Wie ihr bereits wisst, erzähle ich gerne Geschichten aus dem Autohandel-Alltag und wir erzählen euch die nächste Geschichte. Kurz vorab, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und ich kriege auch mal sehr viele Nachrichten und auch Kommentare, dass euch das gefällt, dass euch Videos gefallen. Zeigt mir das hier auf YouTube gerne, das hilft uns, mir, den Kanal, allem weiter. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ansonsten habe ich heute 2 Kundenstories für euch. Beide, ja, fangen wir mit der kleineren Geschichte an. Ich habe vor circa 4 Monaten einen gelben Seat Ibiza verkauft. 1.900 TDI, Sportversion. Ich glaube, der war Zulassung 2009er. Das Fahrzeug wurde tatsächlich an einem Wochenende verkauft. Und der nette Herr kam dann mit seiner Freundin, Schwiegervater und Schwiegermutter vorbei. Die Schwiegereltern betreiben eine Kfz-Werkstatt, sind also auch quasi vom Fach, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir vorab ein bisschen durchgesprochen. Ich sage hier, wenn ihr jetzt am Wochenende kommt, ist natürlich schlecht mit Inspektion machen, TÜV machen. Und ich glaube, da vorne der Lüfter musste gewechselt werden von der Heizungsanlage. Also von dem, ja genau, der Lüfter von der Heizungsanlage musste gewechselt werden. Hatte ich eigentlich auch schon bestellt und der hatte hinten rechts eine Schramme. Haben wir alles so am Telefon quasi besprochen. Ja, alles klar, wir kommen vorbei, passt schon. Und wenn das Ding passt, nehmen wir es gleich mit. Wir haben selber Kennzeichen und so weiter und so fort. Ich so, ja, das hört sich ja ganz gut an, können wir es gerne so machen. Ne? Aber wie gesagt, ich habe vorher alles genannt. Ich möchte nicht, dass es dann vor Ort heißt, ja, dass das und das ist dran. Ne? Über den Preis haben wir erstmal gar nicht gesprochen. Die sind dann auf jeden Fall zu uns, also sind auf jeden Fall gekommen, haben sich das angeschaut, waren so ein bisschen über den Kratzer mehr oder weniger enttäuscht, sag ich mal. Es war ein bisschen größer, mehr wie die erwartet haben, wo ich dir meine ich sogar ein Foto vorher geschickt habe bei WhatsApp, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall Probefahrt gemacht, allen Pipapo, man hat darüber gesprochen, dass wahrscheinlich der Zahnriemen auch gemacht werden muss. Wie gesagt, TÜV wären ein Jahr circa fällig oder ein paar Monate, ich weiß auch nicht mehr genau und auch an dieser Stelle mal kurz erwähnen. Das soll jetzt kein Front oder Angriff sein an den netten Herrn, der das Fahrzeug gekauft hat oder an seine Schwiegereltern oder an seine Freundin oder sonst irgendwen. Ich erzähle euch einfach nur die Geschichte von meiner Sicht zu diesem Fahrzeug, Verkauf und den Ablauf und das alles, was danach noch kam. So, auf jeden Fall hat man sich dann irgendwann geeinigt. Es gab auch, ich meine, über 10% Preisnachlass. Ja, dann war ich ja vor kurzem im Urlaub, dann habe ich eine Benachrichtigung bekommen, einen Anruf bekommen oder erstmal eine Nachricht, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall auf der Autobahn stehen geblieben nach knapp über 4 Monaten und knapp 10.000 bis 12.000 Kilometern. Auf der Autobahn stehen geblieben, musste abgeschleppt werden. Die Kosten belaufen sich zwischen 300 und 400 Euro in die Werkstatt. Ein Injektor ist ausgefallen, sprich ein Injektor ist defekt. Ich weiß, hier läuft immer draußen rum. Aber gut, erzählen wir erstmal weiter. Ja, ein Injektor ist defekt. Da meinte ich, haben die mir auch gleich schon einen Kostenvoranschlag geschickt. Aber ich will nichts Falsches sagen. Habe ich den schriftlich bekommen? Ja, tatsächlich ist es dann, glaube ich, macht erstmal einen Kostenvoranschlag. Genau. Genau, tatsächlich habe ich dann, hallo, Sie haben schon eine Idee, wie wir es am besten lösen. Brauche wirklich ziemlich bald eine Lösung. Reparatur, warte eigentlich auf mein Auto, weil ich darauf angewiesen bin. Alles klar. Auf jeden Fall habe ich einen Anruf bekommen, so war das. Reparaturkosten 945,70 Euro. Ein Injektor, Fehlerspeicher auslesen, also eine Einspritzdüse und so ein bisschen Kleinkram. Die Einspritzdüse alleine sollte 680 Euro netto kosten. Man kommt also roundabout. Moin. Wie viel sollen der A6 da kosten? Der A6 kostet 13,9. Achso, okay. Gut, danke schön. Bitteschön. Preisschild vergessen vorhin rein. Wir haben ein paar Preisschilder verteilt, aber gut. Ja, auf jeden Fall sind wir dabei ca. 800 Euro brutto für eine Einspritzdüse von einem Fahrzeug, was 13 Jahre alt ist, ein 1.900 TDI-Motor hat.
Haben wir natürlich telefoniert, da habe ich gesagt, habe ich natürlich gefragt, ob mich verarschen wollen. Und hin und her diskutiert. Ich sage, erstmal habe ich mit den Abschleppkosten und sowas gar nichts zu tun. Warum hast du kein ADAC Plus? Was interessiert mich das, ob du einen ADAC hast oder nicht? Oder eine ADAC-Versicherung hast oder nicht? Weil im Endeffekt ist man dafür selber verantwortlich. Und nicht, wenn was passiert, der Händler, wo man das vor 4-5 Monaten gekauft hat. Man hat natürlich auch damals die Mängel alle angesprochen und auch notiert. Ne? Also was damals zum Zeitpunkt stand. Aber das ist auch eine andere Sache. Quasi gekauft wie gesehen, spielt eh keine Rolle, aber trotzdem. Dann habe ich halt gesagt, was das soll und so. Das ist ja, was wäre denn jetzt, wenn jetzt alle vier Injektoren wären? Ja, dann höre ich aus dem Hintergrund schon was und ja, mein Schwiegervater ist gerade da. Ich sage, der will mit ihm sprechen, der Preis ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich sage, es ist mir scheißegal, ob der Preis in Stein gemeißelt ist oder nicht. Ich sage, mit deinem Schwiegervater, den Kfz-Meister, der mir das Angebot gemacht hat, will ich gar nicht und muss ich gar nicht sprechen. Ich sage, wir reden hier von fast 1000 Euro für eine Einspritzdüse. Ich sage, was wäre denn jetzt, wenn es vier wären? Wir wären schon fast beim Kaufpreis. Also macht ja gar keinen Sinn. Spielt ja auch, passt ja auch, oder sehe ich das falsch? Also die Relation passt ja gar nicht, ne? Da habe ich gesagt, hier, ich würde mich selber um eine Einspritzdüse, um einen Injektor kümmern. Ganz schnell hat er mir dann noch einen Fahrzeugschein geschickt. Die Teilnummer hatte ich ja schon durch das Angebot. Die haben natürlich alle bei VW rausgesucht, aber wollen mir dann im Nachhinein sagen, der Preis ist aber nicht fest. Ja, das interessiert mich doch nicht, Alter. Machen wir doch gleich ein vernünftiges Angebot. Ne? Ich bin ja auch nicht irgendwie eine Privatperson, eine Laie, die sich gar nicht auskennt. Er, ja, okay, sein Schwiegervater, der mit bei der Besichtigung war, hat eine eigene Werkstatt. Er weiß doch, dass man bei so einem Auto auch einen Generalüberholten ordern kann oder einbauen kann oder besorgen kann, was auch immer. So, der kostet 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer von Siemens. Generalüberholtes Teil. Erfüllt die Funktion mindestens genauso gut. Ja, habe ich gesagt, pass auf, ohne lange hin und her. Ne? Ich sage, ich mache jetzt gar nichts mehr, ich mache jetzt zu an der Stelle, weil ich bin im Urlaub und das geht gar nicht. Weil entweder man ist gleich korrekt, wie gesagt, wir sprechen hier von Anführungsstrichen gekauft, wie gesehen, 4-5 Monate Zeit ist vergangen. Es geht ja auch um einen Sachmangel, der zum Zeitpunkt des Kaufes fest quasi war. Ich dann so, nee, so funktioniert das nicht. Also ich muss einfach darüber nachdenken. So, dann habe ich mir gesagt, ich sage, pass auf, also für 200 Euro bestelle ich einen, schicken dir zu und du brauchst einen. Warum soll ich auch noch, das ist übertrieben gesagt, ist es eine Stunde Arbeit. Ja, und ich denke, da kann der Schwiegervater auch mal mit unter die Arme greifen. Und dann hat man das kostengünstig und schnell für beide Seiten repariert. Weil man spricht ja auch hier von Autohändler zu jemandem, der eine Kfz-Werkstatt betreibt. Und in dem Sinne, denke ich, sollte man sich da auf Augenhöhe unterhalten. Ja, das Ende von Lied, irgendwann habe ich dann gesagt, natürlich, ich übernehme das mit Injektor, sehe ich auch kein großes Problem bei, aber was ist, wenn alle vier Injektoren jetzt hin werden, ne? Da reden wir von 3.600, 3.700 Euro, das funktioniert nicht, mit sowas brauchen wir gar nicht, um die Ecke zu kommen. Dann hat er auf jeden Fall, haben wir uns darauf geeinigt, ich übernehme den Injektor, er hat aber schon einen bestellt gehabt, ich sage, ist auch okay, ich möchte eine Rechnung für den Injektor, 199 Euro, so wie ich ihn auch kaufen könnte, würde, das überweise ich, gar kein Problem, aber bitte mit Rechnung, weil wenn ich selber kaufe, kriege ich auch eine. Ganz einfache Kiste, ne? Ja, da habe ich irgendwann eine Rechnung bekommen von knapp 240, 250 Euro. Da habe ich gesagt, weißt du was, hier hört es auf. Ich sage, wenn ihr mich verarschen wollt, wenn ihr mich, du, ich sage jetzt einfach mal du oder dein Schwiegervater, mich für dumm verkaufen wollt, 199 Euro inklusive Mehrwertsteuer, nicht 199 Euro plus Mehrwertsteuer. Und es geht mir auch wirklich nicht, ich habe dann mit ihm telefoniert, es geht mir wirklich nicht um 50 Euro oder um 100 Euro. Aber ich lasse mir auch nicht auf der Nase rumtanzen, ne? Gerade wenn man Lösungen gemeinsam finden will und man hat, ach ja, wohl bemerkt, 300 oder 350 Kilometer Entfernung voneinander, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Habe ich auch gesagt, hier, schließ mal ADAC Plus ab, kostet 70 Euro im Jahr, so in dem Dreh. Fertig, sind alle, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, dann haben wir noch hier den A7. Mein ehemaliges Fahrzeug, habe ich auch schon ein einzelnes Video zugedreht. Problem, kurz bevor die Gewährleistung zu Ende war, hat man einen Defekt an der Ölwanne, an der oberen Ölwanne festgestellt, weil der nette Herr, der Kunde, zu einem Ölwechsel gefahren ist und die haben es dann festgestellt. Ja, und wir hatten noch eine Gebrauchtwagengarantie drauf, plus es war noch innerhalb der 12 Monate. Er dann zu Audi gefahren, Audi sagt 10.000 Euro. Dann war natürlich erstmal die Stimmung im Keller, ne? Kurzerhand habe ich aber gesagt, hier, pass auf, das geht auch ganz anders. Ich habe da Motorenbauer. Der hat auch damals bei dem Fahrzeug die Steuerkette gemacht. Wunderbar, nie wieder Probleme, gar nichts, alles top. Bessere Steuerkette verbaut wie Audi selber. Ich spreche mit ihm. Haben wir uns da kurz geschlossen und irgendwann sind wir dann auf einen Nenner gekommen.
Leider haben wir damals beim Kauf nur die kleine Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen, was der Kunde sich so auch ausgesucht hatte. Muss ich auch erwähnen, ich habe über alles aufgeklärt, aber in dem Fall war es dann halt so, über 250 PS Leistung übernehmen die nur einen gewissen Betrag. In dem Fall war es bei ca. 2000 Euro. Die Reparatur hat ein bisschen mehr wie das Doppelte gekostet. Im Endeffekt habe ich mal den sauren Apfel beißen müssen und das übernommen. Habe dann quasi auch gleich alles nochmal richtig überprüfen lassen, das ganze Fahrzeug. Und ja, man hatte ja sowieso mal Kontakt mit dem Besitzer, weil das ja auch ein ehemaliges Fahrzeug ist. Da haben wir uns halt, habe ich halt wieder mich angeboten, hier, ich würde das Fahrzeug auch kaufen, wenn du es verkaufen möchtest. Er hat mir das Fahrzeug, muss ich auch an dieser Stelle sagen, sehr korrekt, aus Berlin, mir das Fahrzeug angeliefert. Ich mich um die ganze Abwicklung, Reparatur gekümmert und ihm dann das Fahrzeug angeliefert. Also erstmal wird entgegenkommen, das Fahrzeug anzuliefern, macht auch nicht jeder. Es gibt natürlich welche, die sagen, stur, nee, hol das Auto ab und sowas. Aber wir sind da super miteinander klargekommen. Und für mich war es halt auch die Chance und die Möglichkeit, das Fahrzeug wieder zu kaufen, entweder selber zu fahren oder halt die Kosten durch einen vernünftigen Verkauf wieder reinzuholen. Ist eine Plus-Minus-Null-Geschichte, man hat ein schönes Fahrzeug gehabt, vielleicht kriegt man noch was in Zahlung. Oder man meldet es selber wieder an. Ist ja auch ein schönes Fahrzeug, sparsam, ist ein guter Allrounder. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, habe ich genug erzählt. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr Bock habt auf mehr. Ich denke, wir werden noch mal eine kleine Runde hier so um das, durch das Autohaus gehen und ein bisschen was zu erzählen, was sich seitdem ein bisschen so verändert hat. Zumindest meines Erachtens nach. Ja, ansonsten, ihr wisst, was zu tun ist, meine Freunde. Bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann.